dann hallo in die Runde zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel. Morgen geht es um 18.30 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Rund 1000 Fans begleiten den KSC dorthin und alles Wichtige zum Sport gibt es wie gewohnt von Christian Eichner. Ja, guten Morgen nochmal an alle. Ja, ich fange heute auch mal mit dem Personal an, weil das ja, glaube ich, ein Thema ist, das dann sowieso im Laufe der PK nochmal aktuell wird. Zunächst mal starte ich mit einer sehr erfreulichen Nachricht, sofern das Abschlusstraining dann auch normal verlaufen wird, wovon ich ausgehe. Das werde ich dann schon so steuern, dass es gut geht. Wird Marius Gersbeck im Bus sitzen nachher und nicht nur im Bus sitzen, sondern wenn das dann auch in letzter Absprache mit ihm dann da auch keine Veränderungen kommen werden, wird er morgen Abend auch seinen ersten Pflichtspieleinsatz haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr positive Nachricht für uns alle. Das hat weniger mit den beiden Jungs zu tun, die ihn vertreten haben, sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass er für mich einer der besten Torhüter der Liga darstellt. Und ich glaube, da ist es normal, dass wir uns über diese Nachricht extrem freuen, dass er wieder unser Tor hüten wird. Und das sicherlich auch eine Botschaft an die Mannschaft darstellen wird, weil ja, das ist einfach eine super gute Nachricht für uns aktuell. Gibt auch natürlich auch ein paar Schattenseiten nach wie vor im Bereich des Personals, sodass weiterhin Christoph Kobalt, Daniel O'Shaughnessy fehlen werden. Lazar Mirkovic, der nach wie vor im Aufbautraining sich befindet nach seiner Herzmuskelentzündung. Malik Batmaz, ja, auf der Kippe steht. Nach seiner muskulären Geschichte im Spielersatztraining ebenfalls Mikkel Kaufmann, wo wir heute auch schauen müssen, wie er das Abschlusstraining dann auch verkraftet. Gestern war er zwar dabei, aber das war eigentlich nur ein leichtes Training gestern, wo es jetzt keine größeren Rückschlüsse eigentlich geben kann. Ja, Kyung-Hok Choi wird weiterhin fehlen. Da tun wir uns nach wie vor auch schwer, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben, wie da der weitere Stand ist. Dazu hat sich Efe Silaroglu gesellt mit seinem Kreuzbandriss, der im Optimalfall morgen operiert wird und dann auch das ja, berühmt-berüchtigte halbe Jahr fehlen wird. Sodass ja, in Summe dann noch mit Sebi Jung, der zwar komplett im Mannschaftstraining ist, aber morgen nicht im Kader stehen wird, dass der Rahmen darstellen wird, der morgen dann fehlen wird und sodass wir wahrscheinlich eine überschaubare Anzahl an Jungs insgesamt dann auf der Bank haben werden. Das ist so ein bisschen der Rahmen, was das Personal anbelangt. Zum Spiel, ja, freuen wir uns. Ich freue mich immer auf jedes Spiel, weil das ist die Geschichte, für die wir die Woche trainieren, für die wir arbeiten. Das ist im Endeffekt der Höhepunkt der Woche. Das hat sich nicht verändert, ob man klein oder groß ist und darauf freuen wir uns. Auf einen Gegner, der letztes Jahr im Oberhaus war. Ich glaube, das stellt eine spannende Gesamtgemengenlage dar, auch was die Tabellensituation, ohne die überzubewerten, nach zwei Spieltagen darstellt. Aber logischerweise beide Mannschaften wahrscheinlich gerne den einen oder anderen Punkt mehr hätten. Also wir auf jeden Fall. Und das stellt die Ausgangslage dar. Und ja, bin gespannt, wie sich es morgen Abend am Ende der 90 Minuten dann darstellen wird. Dankeschön. Nils Bull. Dieser Erfolg im Pokal, war der spürbar im Training? Hat er sich als so wichtig, wie du ihn empfunden hast, schon vorher? Also wenn er dann käme, hat er sich als solches herausgestellt? Ja, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Das ist am Ende die größtmögliche Wahrheit. Die Mannschaft hat wirklich eine richtig, richtig gute Trainingswoche gehabt. Inwiefern das jetzt mit dem Pokalsieg zu tun hat, hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, aber es ist mir dann auch irgendwann genug, weil ich nochmal an meine Worte vor dem Pokalspiel erinnere, dass wir schon den Anspruch hegen sollten, bei einem Oberligisten weiterzukommen. Trotzdem hat uns das extrem gut getan, zum einen eine hohe Anzahl an Tore zu schießen und zum anderen auch hinten in dem Fall Max Weiß mal das weiße T-Shirt zu bescheren. Und es gibt einer Gruppe einfach extrem viel Vertrauen, auch wenn es ein kleineres Spiel oder ein kleinerer Gegner war. Aber das ist auch das andere Ende der Wahrheit.
Wie viel, das werden wir morgen Abend sehen. Losgelöst aber von Pokalsieg oder auch nicht, gibt es keinen Grund, in irgendwas zu zweifeln oder irgendwelche Dinge zu überlegen, sondern das ist ein ganz normales Zweitligaspiel. Und das werden wir mit dem größtmöglichen Ziel anstreben. Und dazu werden wir eine Top-Leistung brauchen in beiden Strafräumen. Und dass wir das können, haben wir phasenweise schon gezeigt. Und jetzt geht es einfach darum, das über eine sehr, sehr lange Distanz, im Optimalfall 90 plus, was jede Mannschaft anstrebt, auf den Platz zu bekommen. Maris Bücher. Ja, Christian, bei den Fürthern hat man den Eindruck, ist so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Die haben das Franken-Derby verloren und sind jetzt im Pokal raus. Da gab es auch Unmut von Seiten der Fans. Was erwartest du da für einen Gegner dann morgen? Was glaubst du, bedeutet das dann auch für das Spiel morgen? Ja, ich habe es angesprochen. Die Gesamtgemengelage ist bei beiden Clubs so, dass sie sich den einen oder anderen Punkt mehr gewünscht hätten. Versuch mich in den Gegner reinzuversetzen. Du kommst aus dem Oberhaus. Du hast ja sicherlich die Zielsetzung oder den Wunsch, wieder eine gute Rolle zu spielen. Aber du musst dich auch immer mal wieder erst einfinden in der Liga. Das haben wir bei allen Absteigern aus der ersten Liga in den letzten Jahren gesehen. Und ja, wenn du dann natürlich, sagen wir, zu Hause einen Punkt holst, wo aber beides möglich war an diesem Tag, fand ich, gegen Kiel zu Saisonbeginn, und dann hast du ein Derby vor der Brust in Nürnberg, was eine riesengroße Wertigkeit hat für das Umfeld auch, und du verlierst dieses Spiel, dann würde ich jetzt als Externer sagen, in Nürnberg kann man auch mal verlieren auswärts. Aber natürlich die Gesamtgemengelage in Kombination dann mit dem Pokal aus in Stuttgart letztes Wochenende ist sicherlich so, dass das, ja, wie bei allen anderen Clubs, wo sowas passiert, dann automatisch das Gesamtpaket ein bisschen nach oben geht. Die Erwartungshaltung, dann kommt so ein bisschen Umfeld dazu, das ist völlig normal, aber ich glaube, dass das die Mannschaft nicht so wirklich beeinflussen wird und die Jungs in der Verantwortung auch nicht, weil es ist der dritte Spieltag. Nochmal, wenn man sich die Pokalergebnisse vom Wochenende angeschaut hat, das passiert halt, sollte nicht passieren, aber das ist ja das, worauf dann immer wieder auch die Fans dann bei solchen Dingen spekulieren. Und ich glaube, das führt morgen Abend alles in die Waagschale werfen wird, um den Heimsieg zu bekommen, um dann auch ein bisschen Ruhe in die Manege zu bekommen. Aber sie treffen auf eine Mannschaft, die das gleiche Ziel hat. Insofern einschalten, könnte interessant werden. Weitere Fragen, Nils, nochmal. Ich würde noch gerne zu Jasbeck eine Frage stellen. Und zwar, wie ist dem sein Zustand, also dass er gesund ist oder zumindest spielfähig, das haben wir ja schon geklärt, aber kann man den jetzt einfach so bedenkenlos reinschmeißen und muss nicht hoffen, dass oder muss als Verteidiger vielleicht noch mal einmal mehr hingucken, bis der wieder ein bisschen Spielpraxis hat, oder ist der so auf dem Stand, dass man ihn jetzt einfach so reinschmeißt und es wäre, als ob er nie weg gewesen wäre? Das ist extrem spielerabhängig, oder ich zähle jetzt mal die Torhüter zu den Spielern dazu, auch wenn das nochmal eine eigene Spezies ist. Marius Gersbeck ist in diesen Bereichen extrem unkompliziert. Das hat man ja in der Rückrunde gesehen. Ich glaube, es war im Januar, als er sich diese Verletzung zugezogen hat. Und er hat im Anschluss eigentlich, ich glaube, freitags habe ich ihn gesehen im Zusammenhang mit der Mannschaft. Und samstags hat er gespielt und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Von dem her gibt es sicherlich Spielertypen und Spieler, bei denen das nicht so leicht wäre. Vielleicht ist ein Feldspieler da auch nochmal ein anderes Thema, allein von der Athletik oder von der Luft her. Das ist was anderes, oder von der Physis allgemein gesprochen. Bei einem Torhüter fallen diese Punkte schon mal weg. Da geht es dann vielleicht eher um Sicherheit. Ich muss, keine Ahnung, so und so viele Flanken vorher gefangen haben, bevor ich wieder spielen kann. Das trifft vielleicht auf den normalen Torhüter zu. Marius Gersbeck ist kein normaler Torhüter. Er ist positiv verrückt in alle Bereiche. Und deswegen habe ich da null Bedenken. Das Einzige, was ich immer wieder die letzten Tage betont habe, in Klammern gesetzt, höchstens der positiv Verrückte klopft bei mir an und sagt: Trainer, ich brauche nochmal 30 Flanken nächste Woche. Das war bisher nicht. Heute ist bei mir auf Rot gestellt an der Tür. Also von dem her wird niemand mehr klopfen. Marius Bücher, ja.
noch eine Frage zu Marvin Wanicek. Der hat jetzt auf der linken Seite gespielt. Man hatte so das Gefühl, erstmal eher so eine Notlösung, weil eben Zentrum kein Platz mehr frei war. Wie hast du ihn da erlebt und ist das auch so eine Variante, die du dir im Saisonverlauf häufiger vorstellen kannst? Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben über die Vorbereitung einiges gesprochen. Wir haben ein paar Dinge mehr hinzugefügt, uns mal mehr auf eine Grundordnung mit zwei Stürmern konzentriert, weil die anderen Dinge eigentlich in Fleisch und Blut schon sind und man dann einfach mal die Trainingszeit oder die Vorbereitungszeit nutzt. Das hatte einfach zur Konsequenz, dass wir einer unserer drei zentralen Mittelfeldspieler, die für mich einfach zu unseren Tops zählen, dann in der Form natürlich nicht auf den Platz bekommen. Und ja, wird in der einen oder anderen Umstellung im abgelaufenen Jahr auch schon mal festgestellt haben, dass Marvin Wanicek, ähnlich wie Kyung-Rok Choi, der ja eigentlich auch aus der Zentrale kommt, das auch auf der Seite gut machen, sofern sie sich verändern mit Ball. Also Marvin Wanicek ist jetzt nicht so ein Spielertypus, der dann den Mike Lorenz macht als Beispiel aus der Vergangenheit, sondern wenn wir den Ball haben, soll Marvin Wanicek schon so da sein, wo der Ball ist. Und das ist jetzt immer besser geworden. Wenn der Gegner den Ball hat, sollte er sich dem gegenüber natürlich dann schon in dem Bereich aufhalten, wo wir ihn dann auch einteilen. Aber mit der Kugel kann er sich völlig frei entfalten. Und wo er dann am Ende vor dem Spiel seinen Magnet wiederfindet, ist bei so einem Spieler eigentlich nicht so wichtig. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Option, weil Marvin Wanicek wird in 99 von 100 Fällen auf dem Platz stehen. Höchstens er ist krank oder verletzt, und weil er für mich einer der besten Mittelfeldspieler der Liga darstellt. Spieler mit solchen Werten, wenn ich ans letzte Jahr denke, gibt es glaube ich kaum ein zweites Mal. Er hat sich zu einem richtigen Führungsspieler aufgezogen nach oben, und deswegen wird dieser Spieler auf dem Feld stehen. Und wo er spielt, ist da eigentlich nicht so wichtig, aber das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit. Bedeutet aber dann in weiterer Konsequenz, dass wir mit zwei Stürmer spielen, was ja dann auch schöne Seiten mit sich bringen kann in gewissen Bereichen. Und insgesamt wollten wir die Mannschaft einfach variabler aufstellen. Das war das große Ziel. Das ist auch heute notwendig im Profifußball, dass du immer mal eine Möglichkeit hast, in ein, zwei andere Grundordnungen zu switchen, ohne dass das bei uns so ein größeres Thema darstellt. Das kennt er von mir. Mir ist das draußen immer zu groß. Wer wo spielt, in welcher Grundordnung. Ich muss Haltung besitzen, muss Dinge auf den Platz bekommen, die notwendig sind, um überhaupt mal an weitere Dinge zu denken. Und wenn wir das auf den Platz bekommen, werden wir selten uns mit der Frage beschäftigen, wie der KSC gespielt hat, sondern da wird es immer nur darum gehen, wie gut kriegen wir diese Dinge auf den Platz, die die zweite Liga einfordert. Und dann werden die anderen Dinge automatisch kommen. Weitere Fragen? Lars Brune. Die momentanen extremen Temperaturen, haben die irgendeinen Einfluss auf die Trainingsarbeit oder ist da eher so Business as usual angesagt? Nein, das ist Business as usual. Wir werden jetzt sicherlich einen Tag vor dem Spiel heute nicht mehr so intensiv trainieren, das machen wir sonst aber auch nicht. Demzufolge ist eigentlich die ganze Woche das Thema, aber eher, wie sich die Spieler verhalten, wenn kein Training ist. Weil das ist eigentlich das viel Entscheidendere, weil sitzen ja hier ein paar im Raum, die sind auch groß geworden, haben auch gespielt, wo es warm war. Insofern ist das alles aushaltbar, das betrifft ja alle, auch die Schiedsrichter. Und von dem her ist das für mich während dem Spiel und darf das auch kein Thema sein. Weil wenn nur wir spielen würden, wäre das ja okay, dann könnten wir darüber reden. Aber für uns ist es wichtig, wie verhalten sich die Spieler, wenn kein Training ist. Wie nehme ich Flüssigkeit zu mir? Halte ich mich im Schatten auf? Also all solche Dinge, die wir zwei ja nicht auch machen, wenn es warm ist. Also von dem her ist da kein großer Unterschied. Gibt es noch weitere Fragen? Nils, gerne. Nochmal eine Frage zur Verletzung von Efekanis, auch wieder ein Kreuzbandriss. Ja. Ich meine, ich bin jetzt schon 3 Tage beim KSC mit dabei, und aber ich kann mich nicht an eine Saison erinnern oder eine Zeitspanne, wo so viele Kreuzbandrisse sich gehäuft haben. Habt ihr das schon mal hinterfragt? Also ich meine, der Markus Kautzinski hat mal hier einen Platz verantwortlich gemacht für so eine Saison, aber nächste Saison hatte er dann keinen. Hat sich der Sport als solcher verändert? Ist das reiner Zufall oder
muss man da von der Trainingsbelastung dagegen steuern oder ja, das würde ich gerne wissen, also wie ist da euer Stand? Verstehe ich total die Frage. Wir haben uns am Ende der Saison grundsätzlich mit diesen Dingen beschäftigt. Das ist ein laufender Prozess, also da hätten wir jetzt keinen Abschluss der Runde gebraucht, aber natürlich ist es so ein Momentum, wo du dann einfach auch mal im Gesamtpaket zusammensitzt und die Dinge besprichst, irgendwelche Auffälligkeiten, welcher Spielertypus war davon betroffen, war es warm, war es kalt, also nur mal ein paar Beispiele zu nennen, aber wir haben kein Muster erkannt, wir haben, das kommt ja auch dazu, auch das Training hinterfragt, haben wir letztes Jahr Dinge anders gemacht als in dem Jahr davor, auch da haben wir jetzt nichts Adäquates festgestellt, was jetzt für uns hilfreich wäre, also es wäre für uns einfacher in dem Fall, dass ich sagen könnte, Mensch, der Trainer hat irgendwie da zu viel gemacht oder auf dem falschen Platz trainiert oder sonstiges, weil dann könnte ich es ja ganz leicht durchbrechen. Ich wäre ja der Erste, der sich darüber freuen würde, neben den Spieler, den es betrifft, logischerweise erstmal. Aber da haben wir nichts festgestellt. Und jetzt mal bei Effe zum Beispiel, den wir ja dann am Wochenende zur U19 gegeben haben, um Spielpraxis zu sammeln. Jetzt ist es dort passiert. Also es ist nicht mal ein Muster, dass ich sage, es ist immer bei uns passiert. Jetzt kommt nochmal was Externes von der anderen Mannschaft dazu. Aber das ist ein ständiger Prozess, Nils, wo wir uns da hinterfragen. Aber ja, ich wäre wirklich der Erste, der sich über irgendeinen Durchbruch freuen würde in dem Zusammenhang. Und Plätze sind auch gleich, da hat sich auch nichts verändert, außer dass der momentan Pilz hat. Aber sonst haben wir da nichts festgestellt. Aber das wird weiterhin so bleiben im Austausch mit den Ärzten bzw. Physios, Athletiktrainerbereich, um da diese Dinge zu durchbrechen. Und der größte Zusammenhang war eigentlich, dass es lange Zeit eigentlich alles ohne Gegenspieler passiert ist. Das ist eigentlich etwas, wo so Sebi Jung, ja, so Teil, Robin Bormuth, der zwar keinen Kreuzbandriss hatte, aber der auch ohne Gegenspieler, Leon Jensen ist einfach ausgerutscht beim zweiten Mal. Also ich könnte das weiter fortführen. Kein Durchbruch in dem Bereich, aber das ist etwas, was uns weiter beschäftigen wird auf jeden Fall, um da Dinge, was wir aus unserer Sicht tun können, zu beenden. Aber ich hoffe dann auf mal jemand von ganz oben für die Jungs, dass es dann mal vorbei ist. Weitere Fragen? Scheint nicht mehr der Fall zu sein, dann vielen Dank für die Teilnahme und ab ins Kühle. Dankeschön. Schönes Wochenende euch.